Heute bei Bitte melde dich. Karin wurde in den Nachkriegswirren von ihren 8 Geschwistern getrennt. Kannst du dir vorstellen, dass ein Geschwisterteil vor dir stehen würde und dir sagen würde, du bist meine Schwester, ich hab dich von Herzen lieb? Ja, das wäre schon recht. Vorstellen könnte ich es mir schon, ja. Ne? Aber es ist schwer zum Verkraften dann. Die Suche nach Spuren aus Karins Vergangenheit führt uns ins heutige Polen. Doch leider gibt es auch traurige Erkenntnisse. Das ist leider die Person, die wir gesucht haben. In Bayern stoßen wir auf neue Spuren. Könnten wir hier Licht ins Dunkel bringen? Das alles jetzt bei Bitte melde dich. In meinem heutigen Fall geht es um eine Lebenslüge und um 8 unbekannte Geschwister. Es ist die unglaubliche Geschichte von der 76-jährigen Karin aus Nürnberg. Ein dringender Hilferuf erreichte meine Redaktion vor einigen Tagen. Guck mal hier, ist der Brief. Der ist von der 21-jährigen Janice aus Nürnberg. Sie bewirbt sich für ihre Oma Karin Brosig. Karin ist 76 Jahre alt, ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen und sucht nach ihren 8 Geschwistern, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Ich bin die Janice, bin 21 Jahre alt, komme aus Nürnberg. Hallo Janice, schön, dass du da bist. Das ist alles gut. Grüß dich, mein Schatz. Meine Oma ist ein absoluter Familienmensch, war auch schon immer für mich da, seitdem ich ein kleines Kind war. Und sie ist jetzt auf der Suche nach ihrer Familie. Da möchte ich sie unterstützen, um ihr etwas zurückzugeben dafür, dass sie einfach immer für mich da ist. So, jetzt schau mal her. Erst im Jahr 2004 erfuhr Karin, dass sie noch 8 Geschwister hat. Sie selbst wuchs unglücklich bei einer lieblosen Pflegemutter auf, die sie zeitlebens über ihre wahre Herkunft im Unklaren ließ. Das Verhältnis zu meiner Pflegemutter war nie gut. Und deshalb habe ich auch erst erfahren, sehr spät, dass ich noch Geschwister habe. Mir ist auch klar, dass eventuell keiner mehr lebt von denen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe und hoffe und hoffe. Karin Brosig wird 1944 in Schlesien im heutigen Polen geboren. Sie gehört somit zu all jenen Menschen, die nach Kriegsende vertrieben wurden. Ein Großteil der damals 4,5 Millionen Schlesier floh vor der anrückenden Roten Armee und war gezwungen, die Heimat zu verlassen. Darunter waren auch Karin und ihre Pflegemutter Charlotte. Die beiden landen schließlich in Nürnberg, wo Karin immer in dem Glauben aufwächst, Charlotte sei ihre Mutter. Im Jahr 2004 kommt es zu einer großen Wende in Karins Leben. Sie half damals ihrer Pflegemutter, denn die musste ins Heim und deswegen musste die Wohnung aufgelöst werden. Dabei stieß sie auf diese beiden Briefe von einem gewissen Werner Brosig. Und erst durch den Inhalt dieser Briefe erfuhr sie, dass ihr ganzes Leben auf einer Lüge beruhte. Die von der Pflegemutter unterschlagenen Briefe stammen aus dem Jahr 1958. Ein angeblich leiblicher Bruder Werner schreibt in leicht gebrochenem Deutsch, dass er und seine Geschwister gern Kontakt zu Karin hätten. Liebe Pflegeeltern und Schwester Karin, nun wollen wir euch ein paar Zeilen schreiben. Wir sind alle gesund und munter und hoffen von euch dasselbe. Wir waren alle an Allerheiligen in Oppeln, am Grabe unserer Mama. Vielleicht könnt ihr zu Weihnachten zu uns gefahren kommen. Das möchte eine große Freude für uns sein. Nun, für heute möchte ich schließen. Recht schönen Gruß an euch und an Karin. 1000 Küsse sendet Bruder Werner und viele Grüße von der ganzen Familie Brosig. Ich habe das ja erst einmal überflogen. Ich habe das ja gar nicht so richtig mitgekriegt, was alles drin gestanden war. Das habe ich, glaube ich, erst nach dem 4. oder 5. Mal lesen, habe ich das erst einmal begriffen. Das ist mein richtiger Bruder und noch Geschwister. Er hat uns ja sogar zum Kommen eingeladen. Aber ich habe ja leider nichts gewusst.
ich war so kaputt und nervlich und wie gesagt, als wenn mal jemand das Herz rausgerissen hätte. Ne? Das kann doch nicht sein und warum und weshalb und alles. Nur wenige Wochen nach diesem Schock stirbt die Pflegemutter, die Karin immer für ihre leibliche Mutter gehalten hat. Vom Deutschen Roten Kreuz erfährt Karin, dass sie angeblich 8 Geschwister hat. Ihre leibliche Mutter sei kurz nach ihrer Geburt gestorben, der Vater im Krieg verschollen. Doch das ist alles. Keine Namen, keine Adressen, nichts. Mein allergrößter Wunsch wäre, wenn von meiner Familie noch Geschwister da wären und dass ich noch jemand finde, dass die wenigstens ein Herz für mich hätten und auch einmal in den Arm nehmen und sie sagen, Allmächt, unsere Schwester ist da und so. Das wäre das Größte für mich. Da hat die Karin eine ziemlich bewegende Geschichte. Ja, allerdings. Also klar ist, dass Karins Bruder diese Briefe aus der polnischen Stadt Zabrze schickte. Und in den Briefen sind auch noch weitere Informationen enthalten. Zum Beispiel ihr vollständiger Name, guck mal hier, Karin Gerda Barbara. Und sie ist geboren am 12. Februar 1944 in Bolko-Oppeln. Und das bedeutet für dich, Lukas, du musst bitte nach Polen fahren und versuchen, vor Ort irgendwas rauszufinden. Gesagt, getan. Lukas fliegt nach Polen. A póki co, dziwi mnie to, że lubię me łzy, bo taki mam styl, przecież i tak czaru mi braka, na drugie mam królowa tram. A póki co, dziwi mnie to, że mimo tych łez... Zabrze in Oberschlesien ist die Stadt, aus der Karins Bruder Werner 1958 die Briefe an ihre Pflegemutter schrieb. Lukas hofft auf mögliche Spuren in der Stadtverwaltung von Zabrze. Eine Dolmetscherin soll ihn bei der Suche unterstützen. Hallo, Alicia, hi. Hi, ich bin Lukas. Wir kennen uns ja schon vom Telefon. Schön, dich zu sehen. Du weißt ja, worum es geht. Das Amt, wo ist das? Das ist das hier. Hier vorne? Genau. Alles klar. Und wir haben auch schon einen Termin? Wir haben einen Termin, nur wir dürfen nicht mit der Kamera rein. Oh, okay, alles klar. Gut, dann mal los, ne? Ja, lass uns los. Da Karins Bruder offenbar hier in den 50er Jahren lebte, könnte es durchaus noch Informationen darüber geben. Doch hat die polnische Verwaltung tatsächlich noch Unterlagen von der deutschen Bevölkerung aus der Nachkriegszeit? Dies kann nur in einer persönlichen Anfrage geklärt werden. Ja, schade. Also die Leute im Amt, die waren wirklich nett, konnten uns aber leider nicht weiterhelfen. Es gibt zwar ein Personenregister, das hat allerdings erst Daten ab 1990 erfasst. Und zu einer Familie Brosig oder zu einem Werner Brosig haben wir überhaupt nichts gefunden. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass Werner Brosig bereits verstorben ist. Das will ich natürlich nicht hoffen. Ich hoffe eher, dass er vor 1990 vielleicht weggezogen ist und wo ganz anders lebt. Nur wo? Das ist die Frage. Dazu muss ich mir jetzt ein paar Gedanken machen. Am nächsten Tag. Um herauszufinden, ob Karins Bruder wirklich verstorben ist, haben Lukas und Alicia örtliche Kirchengemeinden kontaktiert. Und tatsächlich, es gab einen Namenstreffer. In der St. Franziskus-Gemeinde existiert ein Grab eines Werner Brosig. Das konnte der zuständige Priester Buchenfeld bestätigen. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass der Priester Buchenfeld gute Nachrichten für uns hat und dass wir unseren Werner Brosig nicht hier auf dem Friedhof finden. Das hoffe ich auch. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, sehr erfreut. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sehr gerne. Sie hatten ja vorab gesagt, dass Sie sich um ein paar Infos kümmern wollten. Haben Sie denn irgendetwas herausgefunden? Ja, das habe ich. Ein Werner Brosig liegt auf diesem Friedhof begraben. Tatsächlich? Wissen Sie denn das Geburtsdatum von dieser Person? In den Unterlagen war kein Geburtsdatum verzeichnet. Lassen Sie uns gemeinsam das Grab suchen. Vielleicht steht da etwas. Okay, dann hoffe ich natürlich, dass das nicht der Werner Brosig ist, den wir suchen. Das hoffe ich auch. Lasst uns gehen.
To powinno być tutaj w lewo. Das sollte hier links sein. Okay. Ja, ich sehe schon. Werner Brosig, geboren am 24.07.1933. Das ist leider die Person, die wir gesucht haben. Es kann da auch kein Missverständnis geben. Werner Brosig, seine Frau Anna Brosig, das Geburtsdatum stimmt. Das muss er sein. Ich sehe, hier stehen frische Blumen. Kommt da regelmäßig jemand für die Grabpflege? Wahrscheinlich ja, aber dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Jetzt ist es also Gewissheit. Werner Brosig, Karins Bruder, ist bereits 1964 verstorben. Und das mit nur 31 Jahren. Auch seine Frau Anna liegt hier begraben. Leider sind die Unterlagen über das Grab unvollständig. Priester Buchenfeld nimmt stark an, dass die Angehörigen der Brosigs nach Deutschland übergesiedelt sind. Gibt es denn sonst irgendwelche Informationen, die mir vielleicht weiterhelfen könnten? Aus den Unterlagen ging hervor, dass Werner Brosig und seine Frau Mitglieder der St. Jadwiga-Gemeinde waren. Vielleicht haben die dort weitere Informationen. Haben Sie da eine Adresse oder einen Kontakt? Ja, die kann ich Ihnen geben. Okay, danke schön. Dziękujemy. Ich freue mich. Zurück in Köln. Da jetzt leider Gewissheit über den Tod von Karins Bruder besteht, bleibt uns nur, nach dessen Kinder zu recherchieren. Der Verstorbene hatte in dem Brief von 1958 seine Kinder Bärbel, Alfred und Willi erwähnt. Dazu lassen sich zahlreiche Einträge finden, aber auch schnell wieder ausschließen. Schließlich entdecke ich aber einen Mann, der durchaus ein Sohn Werners sein könnte. Also hier bin ich auf einen Willi Brosig in einem Artikel mit Foto aus dem Jahr 2010 gestoßen. Da geht es wohl um den Trachtenverein. Ich glaube, das könnte was sein. Leider findet sich in dem Artikel weder eine gültige Telefonnummer noch eine Adresse. Lediglich der Ort, Aschau am Inn. Also dieser Trachtenverein in Bayern, das könnte tatsächlich eine wichtige Spur sein. Leider kann ich da niemanden erreichen. Deswegen denke ich, es ist das Beste, wenn Lukas dahin fährt und vor Ort recherchiert. Und Alicia kann in der Zeit in Polen versuchen, mit der ehemaligen Kirchengemeinde von Werner Kontakt aufzunehmen. Am nächsten Tag. Alicia hatte von Priester Buchenfeld erfahren, dass Karins verstorbener Bruder Werner Gemeindemitglied der Jadwiga-Kirche war. Und genau hier hatte man telefonisch im Vorfeld Hilfe versprochen. Guten Tag. Alicia ist mit Priester Sikowski verabredet. Ksiądz Sikowski? Ja, das bin ich. Frisch gewaschen und gestriegelt. Fantastisch. Haben Sie jetzt Zeit? Ja. Sollen wir reingehen? Ja, wenn Sie wollen. Das hängt von Ihnen ab. Ja, dann lassen Sie uns reingehen. Ich wollte Sie nicht überfallen. Am Telefon hatte Priester Sikowski bereits angedeutet, dass die Gemeinde im Besitz eines kleinen Archivs über die Kirche und ihre Mitglieder ist. Möglicherweise lassen sich darin Antworten auf unsere Fragen finden. Doch ist der Name der Familie hier ein Begriff? Mir sagt dieser Name nichts. Aktuell gibt es niemanden mit diesem Namen in der Gemeinde. Aktuell gibt es diesen Namen nicht. Aber wir können in den alten Taufbüchern nach dem Namen schauen. Ja, das wäre sehr hilfreich. Ja, dann machen wir das. Brosig war Jahrgang 33? Ja, 33. Der Priester sucht zunächst gezielt nach Werner Brosig. Der wurde im Juli 1933 geboren. Demnach müsste er auch irgendwann nicht allzu lang danach getauft worden sein. Und das ist schon 1934. Ich kann den Namen im Taufbuch nicht finden. Seine Kinder Bärbel, Alfred und Wilhelm sind zwischen 1954 und 1957 geboren worden. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu finden? Es kann natürlich sein, dass nur die Kinder hier getauft wurden. Wir schauen nach. Es gibt noch weitere Bücher? Ja. Wie
bin ich schon durch fertig. 1954 bis 1957, das sind 3 Jahre. Das wird ein bisschen dauern. Diese Schrift ist noch schwieriger zu entziffern. Aber ich bin sicher, wir schaffen das. Offenbar hat es der zuständige Priester in den 50er Jahren nicht allzu ernst mit einer deutlich lesbaren Handschrift genommen. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Suche jetzt komplizierter wird. Schließlich müssen mehrere Geburtsjahre und unterschiedliche Namen gesucht werden. Hier ist ein Alfred, aber Alfred ist der Zweitname. Aber der heißt mit Nachnamen anders. 1958, das war's. Leider kann ich euch nicht weiterhelfen. Also Sie haben keinerlei Informationen für uns? Leider nein. Dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie für mich Zeit hatten. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Am selben Tag in Bayern. Lukas verfolgt die Spur des Willi Brosigs, der Mitglied in einem Trachtenverein sein muss. Zu dem mutmaßlichen Verwandten Karins direkt konnte Lukas keine weiteren Kontaktdaten finden. Rechts abbiegen, dann erreichst du das Ziel. In Wolfgrub, einem Ortsteil von Aschau, ist ihm aber gelungen, den Vorsitzenden des Trachtenvereins ausfindig zu machen, einen Christian Meierhofer. Okay, hier ist die 8. Muss es hier ja sein. Das ist Bayern für mich. So muss es hier aussehen. Ich glaube, da ist jemand. Hallo, Entschuldigung. Hallo, ich suche Christian Meierhofer. Grüß dich. Ja, grüß dich. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Vielleicht können Sie ihm signalisieren, ich brauche auch nur 2-3 Minuten. Telefonieren nur ganz kurz, wirklich. Dann hab ich mal Geduld. Ja, genau, ich bin der Sohn. Ah, okay, alles klar. Ja, Ihr Vater kennt vielleicht eine Person, die ich suche. Genau. Würde ich natürlich gerne direkt mit ihm drüber sprechen. Genau. Er ist Vorsitzender vom Trachtenverein, ne? Stimmt. Immer auch noch, also hat sich nichts geändert. Na, okay. Genau. Okay. Alles klar, dankeschön. Ja. Hallo, Herr Meierhofer. Hallo, guten Tag. Nicht erschrecken, geht um eine gute Sache. Wir sind von Bitte melde dich, von Sat.1. Ja. Genau. Und ich habe Sie gesucht, weil Sie vielleicht einen Willi Brosig kennen. Sagt Ihnen der Name was? Ja, sag mal was, Willi Brosig, ja. Ist ein, schon fast ein Ureinwohner von Wolfgrub. Ah, okay. Einer der Ältesten, hat ein Bauunternehmen gehabt. Also eigentlich suche ich den Willi Brosig. Wohnt er hier in der Nähe? Ja, ist da vorne rechts. Das erste Haus vorne rechts. Da vorne mit dem Holz oben dran? Nein, auf der gegenüberliegenden Straßenseite rechts hinter. Okay. Das ist der Willi Brosig. Welche Hausnummer ist das? Der Willi Brosig hat die Hausnummer, der hat 1A. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich mal rüber zum Willi. Gut, dann wünsche ich euch viel Glück bei Willi und sagt zur Maschine einen Gruß von mir. Freut er sich. Werde ich ausrichten. Und der Christine auch, das ist seine Frau. Alles klar. Gut. Dankeschön. Okay. Tschüss. Ciao, pfiat euch. Was heißt das eigentlich, pfiat euch? Pfiat euch. Brosig. Der Schlüssel steckt, aber ich klinge lieber. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Brosig. Sind Sie Willi Brosig? Ja. Genau. Nicht erschrecken, wir sind von Sat.1 von Bitte melde dich. Schöne Grüße übrigens von gegenüber, von Christian Meierhofer. Ach so, ja. Genau, ich bin hier im Auftrag von einer Karin Brosig. Die ist auf der Suche nach Mitgliedern aus ihrer Familie. Darf ich fragen, ob Sie am 23.01.1956 geboren worden sind? Nein. Nein? Hören Sie mich an. Müssen Sie nur ein paar Jahre dazugeben. 44. Ah, Sie sind 44 geboren. Ja. Kommen Sie oder kommt Ihre Familie vielleicht aus Polen? Eigentlich von der Tschechei, Altvatergebirge. Ah, okay. Dann sind Sie der falsche Willi Brosig sozusagen. Nicht in Polen geboren. Sind nicht 64 Jahre alt, ja. Nicht 1956 geboren. Nee.
Trotzdem, danke für die Infos, ja? Gut, danke. Tschüss. Servus. Ja, auch wenn er nett war, das war leider nicht der richtige Willi Brosig. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Glücklicherweise hat sich aber in Polen etwas getan. Priester Buchenfeld hat unsere Suche offenbar keine Ruhe gelassen. Er hat auf eigene Faust weiter nach Brosigs in Zabrze recherchiert. Dabei muss er erfolgreich gewesen sein, denn er hat Alicja gebeten, schnell vorbeizukommen. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben mich gebeten, noch mal vorbeizukommen. Ja, setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Ihre Geschichte hat mich sehr bewegt. Und ich habe noch etwas herausgefunden. Das ist großartig. Das ist die Telefonnummer einer Frau, die höchstwahrscheinlich mit der Familie Brosig verwandt ist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Nur eine Stunde später. Alicja konnte sich ganz in der Nähe der Kirche mit Claudia Maschowska verabreden. Die soll eine Verwandte der Familie Brosig sein. Oh, da steht jemand. Das könnte sie sein. Cześć. Hallo. Claudia? Cześć, Alicja. Hallo, ich bin Alicja. Haben wir miteinander telefoniert? Ja, wir haben miteinander telefoniert. Wie ich bereits am Telefon angedeutet habe, suche ich nach Verwandten von Karin Brosig. Verstehe. Du heißt gar nicht Brosig. Bist du denn mit der Familie verwandt? Ja, ich bin eine geborene Brosig, aber ich habe geheiratet. Ich muss mir sicher sein, dass wir von der gleichen Familie sprechen. Sagt dir Werner Brosig etwas? Ja, natürlich. Aber ich kannte ihn nicht persönlich, da er vor meiner Geburt gestorben ist. So ein Pech. Leider ist Claudia nur sehr entfernt verwandt mit dem Teil der Familie, aus dem Karin stammt. Zudem bestätigt sie, dass ein großer Teil der Brosigs schon in den 80er Jahren nach Deutschland gegangen sein soll. Ich weiß nur, dass Willi nach Saarbrücken gegangen sein soll. Saarbrücken? Saarbrücken. Hast du da vielleicht eine Adresse oder Telefonnummer? Leider habe ich keine Telefonnummer oder Adresse. Claudia, trotzdem vielen Dank. Damit hast du uns wahrscheinlich sehr weitergeholfen. Dann müssen wir wohl nach Saarbrücken. Hoffentlich kommen wir dort mit der Suche weiter. Das hoffe ich auch. Viel Glück. Auf Wiedersehen. Danke.